Spektakulärer Neuzugang. Die Spreefüchse verstärken sich scheinbar im Aufstiegsrennen. Mein Name ist Lisanne Kreischweig. Sie ist der Neuzugang der Berlinerin. Geboren ist die 20-Jährige in der holländischen Provinz Westloo, lebte bis vor kurzem dort und wohnt mittlerweile in Berlin. Beim HV Quintes durchlief Lisanne ab 2011 die Nachwuchsabteilung und wurde anschließend in den Profikader berufen. Bereits am Wochenende konnte die Newcomerin ihre Fähigkeiten im Spiel gegen den TVB Wuppertal in den weißen Trikots unter Beweis stellen. Ab der ersten Sekunde auf dem Spielfeld und keine 3 Minuten später zeigte die Jugendnationalspielerin ihre Stärke und verwandelte ihren ersten Treffer für die Gastgeberin aus dem Rückraum. Dementsprechend groß ist auch die Freude im Team. Also da freut man sich ja auch als Mannschaftskameraden mega. Und ich glaube, das hat einfach nochmal gezeigt, wie schnell und gut das Ganze funktioniert hat. Mit Kreischweig haben die Füchse definitiv eine erfolgreiche Jugendnationalspielerin im Gepäck, die mit der niederländischen Nationalmannschaft schon viele Erfolge verbuchen konnte. Als wir bei den Europameisterschaften 2017 waren und wir uns für die Weltmeisterschaften 2018 qualifiziert haben, ich denke, das war unser größter Erfolg. Kreischweig, die vor knapp einem Monat das Angebot der Berlinerin annahm, ist nach Fem Bötters bereits die zweite Quintes-Spielerin, die den Weg zu den Füchsen gefunden hat. Natürlich gibt es weitere freudige Nachrichten für alle Füchse-Fans. Gleich 4 Spielerinnen verlängern ihren Vertrag beim Hauptstadtclub. Unter anderem Kreischweigs Landsfrau Bo Decker, Linnea Höppel, die Portugiesin Anaïs Gouveie und Leona Svirakova aus Tschechien. Ein bisschen Erleichterung ja auch da, weil man halt die Gewissheit hat. Man freut sich natürlich jetzt auch auf die nächste Saison, möchte aber jetzt erstmal halt diese Saison halt so gut wie möglich abschließen, also beenden. Und da gab es dieses Mal einen herben Rückschlag. Die Spreefüchse unterliegen den Tabellenelften aus Wuppertal mit 22:23. Somit verlieren sie auch die dringend benötigten Punkte im Aufstiegsrennen, wie hier in der Tabelle zu sehen. 4 Punkte Rückstand auf Zwickau, Platz 1 steigt direkt auf und Platz 2 spielt Relegation. Am letzten Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen zwischen den Berlinerinnen und Zwickau. Eine wird dafür besonders wichtig sein. Mein Name ist Lisanne Kreischweig. Sie ist der Neuzugang der Berlinerin. Einen Namen, den sich nicht nur die Spreefüchse merken sollten.